Ja, servus, schön, dass ihr wieder dabei seid. In unserem heutigen Video möchte ich mich einmal um diesen M3 Scout Car widmen. Nach dem Intro geht's weiter. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Wie schon gesagt, heute geht es um den M3 Scout Car, der als Lend and Lease Version an die Russen geliefert wurde. Schauen wir uns doch die Modelle einmal im Detail an. Ja, heute sehen wir uns den M3 Scout Car oder Transporter an, der eigentlich eine amerikanische Produktion ist. Dieser wurde 1936 als Grundmodell M2A1 eingeführt in den USA und kam dann als M3 1938 zur Massenproduktion. Es wurden immerhin davon knapp 21.000 Stück gebaut und auf der Basis des Land and Lease Pachtgesetzes zwischen den USA und der Sowjetunion an diese eben ausgeliefert. Die technischen Daten kurz: bis zu 8 Mann. Ein M2 Browning mit 12,7 oder ein M1919 als Bewaffnung. Länge war 5,62 Meter, Höhe 2,11 Meter und er war eigentlich relativ schnell mit 88 km/h. Das war ganz okay. Wie gesagt, dieses Fahrzeug wurde im Laufe des Land and Lease Vertrages an die Sowjetunion geliefert. Das heißt, man kann mit frühesten Auftauchen dieser Fahrzeuge Ende 1941 rechnen. Aber eher Richtung 1942. Gut, dann sehen wir mal in die Box, die uns hier Battlefront präsentiert und uns den Inhalt genauer an. Ja, Battlefront bzw. Flames of War präsentiert das natürlich mit dem eigenen System, mit den Karten, die für dieses Spiel gedacht sind, also Flames of War. Für Battlegroup, ihr wisst, gibt es eigene Karten. Aber die sind einmal enthalten mit den jeweiligen Werten. Dann kommen wir zu den Fahrzeugen, die sind ein Risinkus. Im Großen und Ganzen, ja, sauber gegossen. Sehen wir uns die Unterwanne an, ja, ist okay. Ihr kennt das bei Resin. Muss man natürlich ein wenig nacharbeiten. Aber so von der Basis her sehen sie mal ganz gut aus. Und man wird es nicht anders glauben, aber Zinnteile. Und das in einer ganz schönen Menge. So, einmal geschüttet. Was haben wir hier alles? Wir haben eben die Räder, ganz klar, ohne funktioniert es nicht. Die Walze vorne, die eben das Überwinden von Gräben erleichtern soll. Und wir haben Besatzungsmitglieder. Wir haben Fahrer dabei, wir haben sitzende Infanteristen, wir haben stehende Infanteristen und wir haben die im Gehbedienung dabei. Ja, hier diese Miniatur, ups, die eben dieses MG, hier ein Browning 12,7 führt und Feuerschutz gibt. Ja, das war kurz der Blick in die Box und ich melde mich dann nach dem Zusammenbau wieder. Ja, hier seht ihr die drei M3 einmal zusammengebaut und lasst uns rübergehen zum Airbrushplatz. Ja, hier seht ihr mal die grundierten Modelle. Sie wurden mit AK Primer und Mikrofiler in Grau grundiert, weil es ja Resin- und Metallteile sind. Und dann mit einem Grünton der russischen Armee, Real Color, ebenfalls von MIG, einmal bemalt. Ja, kommen wir noch kurz zu den von mir verwendeten Farben für diese Modelle. Da habe ich als erstes einmal, abgesehen von der Grundierung mit MIG Real Color, einen hellen Grünton. Habe ich für die Reifen Dark Rubber von Panzer Aces von Valeo genommen mit der Nummer 306. Für die Sitzbezüge
habe ich genommen German Camouflage Beige mit der Nummer 821. Für die Holzteile habe ich genommen 310 Old Wood von Panzer Aces. Für die Metallteile habe ich Gunmetal von Army Painters genommen. Für das Chipping habe ich 822 SS Camouflage Black Brown genommen und für die Rücklichter 947 Vermilion. Die ganzen Modelle wurden dann im Anschluss nach dieser Bemalung mit dieser von mir erstellten Fertigmischung, das ist ein Wash und zwar ist das Van Dyck Braun gemischt mit White Spirit, Agitatorenkugeln drinnen, ein super Wash, günstig und immer wieder nachzufüllen. Ganz, ganz toll. So, und jetzt sehen wir uns die fertigen Modelle noch einmal im Detail an. Ja, hier seht ihr die 3M3, die ich für die Russen gebaut habe. Wie immer ist es einfacher Tabletop-Standard, den ich hier angewandt habe. Ja, das war eben heute unsere Modellvorstellung des M3 Scout Cars mit einer einfachen Tabletop-standardmäßigen Bemalung. Mit dem könnt ihr sie am Spieltisch schon einsetzen. Es sind gute Fahrzeuge, wie gesagt, man sollte nicht übersehen, dass man sie erst dann 1942, eigentlich, wenn man sie historisch spielt, am Spieltisch hat. Ansonsten sehr schön, die Miniaturen. Stimmig, ja. Ich persönlich würde natürlich einen kompletten Kunststoffbausatz vorziehen. Das ist meine persönliche Meinung, meine Vorliebe. Tut aber nichts ab, dass die Qualität top ist, ja. Die beigelieferten Miniaturen, die Besatzung, sieht super aus. Also es sind so kleine Eyecatcher fürs Spielfeld. Ja, in diesem Sinne kann ich mich bedanken, dass du heute wieder bei uns dabei warst. Wir sehen uns beim nächsten Video und bis dorthin, ihr wisst es, bleibt gesund, Leute, und Servus!